Hallo und herzlich willkommen zurück bei Teil 3 von 3 bei meinem kleinen Let's Show Creativerse. Jetzt im dritten Teil zeige ich einmal die Gebäude, die wir mit Blueprints gemacht haben. Blueprints kann ich mal kurz zeigen. Hier im Store kann man Blueprints kaufen, also Vorlagen. Wir haben einmal diese Pixie-Statue gekauft. Gibt es auch noch andere Sachen? Also so viel gibt es zurzeit noch nicht. Bis hier unten geht es halt. Das sind 2, 5, 6, 7, 8 verschiedene. Wir haben halt dieses Tower Castle und die Pixie-Statue gekauft. Ja, dann gibt es hier noch ein paar Rezepte. Raketen habe ich auch. So, ich kann einmal kurz zeigen. Ich habe das, glaube ich, im Inventar. Wie das dann im Endeffekt funktioniert. Man setzt dann hier so Klotz hin und dann hat man hier schon mal grobe Übersicht, wo das dann hingebaut. Das ist jetzt hier nochmal der gleiche Tower. Hier könnte ich das aber. Hallo? Genau, hier kann man das mal drehen, wenn man R gedrückt hält. So, wenn man das dann hat, kann man sich einmal das hier so einstellen, dass er uns alles zeigt. So, jetzt würde er jetzt nochmal schön anzeigen, hier muss noch Gras hin. Da würden wir hier Gras machen und halt diese verschiedenen Steine. Ist relativ simpel gemacht. Hier oben links wird angezeigt, was man insgesamt alles braucht. Aber ich baue das jetzt natürlich nicht hier hin. Deswegen. Moment, mal deaktivieren. Und. Mal da weg. Ups, das war zu viel. Ja, und dann wird halt Schicht für Schicht gebaut. Und am Ende zeigt einen halt auch an, ob man alles verbaut hat, ob man irgendwo falsche Steine hat. Ist eine ganz coole Idee. Aber ich zeige gleich mal, dass das dieses Schloss, diese Burg, doch etwas nicht etwas undurchdacht ist, sag ich mal. Hier diese Pixie-Statue, das sind diese Schweine, die auch rumlaufen, die ist ziemlich cool. Erinnert ein bisschen an die Sphinx. In Ägypten, man kann halt hier reingehen. Hat hier sowas wie eine Schatzkammer. In den Kisten ist jetzt nichts drin. Schön beleuchtet von innen. Joa. Hier hinten haben wir Fahnen dran gemacht. Das ist Teppich. Wie gesagt, das ist alles in dem Blueprint ist das halt vorgegeben. Ja. Wie gesagt, ist halt diese einfach eine Statue von einem Schwein. Kann man jetzt nicht so viel machen, halt nur da reingehen. Ja, ich denke mal, das ist halt auch echt an die Sphinx von Ägypten, ist das halt angelehnt. Das ist eine coole Idee. Und sieht auch ziemlich cool aus. Also, mir gefällt es sehr. Gehen wir einmal drumherum. Schick. Haben wir aber auch schon öfter gesehen von oben. So, jetzt gehen wir einmal hier zu der Burg. Wie gesagt, die haben wir gestern gemacht. Zwei Leuten geht das auch relativ fix. Vor allem ein paar Steine hatten wir eh schon gesammelt. Hier war eh so ein kleiner See schon vorhanden. Auf dem haben wir halt einfach drauf gebaut, damit es so aussieht, als hätte man hier einmal komplett drumherum einen Burggraben. Denn was ist eine richtige Burg ohne Burggraben? Ja, was mir in der Burg nicht so gefällt, ist, dass sie nur zwei Türme hat. Ich weiß nicht, warum man da nicht einfach an jeder Ecke einen so einen Turm gemacht hat. Ja, das Ding in der Mitte kann ich gleich mal zeigen. Das ist irgendwie. Ja, ich finde einfach, das ist einfach nicht ganz richtig durchdacht, oder? Oh, Kiste. Ja, und man kann in die Burg auch eigentlich nicht rein. Hier, wie gesagt, dieses Tor, das war nicht vorgesehen. Das habe ich jetzt einfach nur so nachträglich gemacht. Wenn man hier was Wasser rüberkommt. So, hier schön alles vergittert. Kommt man leider nicht rein. Muss man sich durchsaugen. Das mal hier unten rein. Machen wir gleich wieder rein. So, man kann einmal. Ach ja, und ein Schwein ist hier gefangen. Wie gesagt, da kann man rein. Alles gleich. Ich gehe erstmal hier hoch. Auch hier alles doppelt und dreifach mit Treppen und Leitern gemacht. Hier kann man auch mal die gleiche Etage hochgehen, nur mit einer Leiter. So, hier haben wir komplett einmal. Ja, nennt man das Wehrgang? Oder ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall kann man hier einmal komplett rumlaufen.
Leider ist es etwas zu hoch. Man kann hier nicht rausgucken. Oder wir sind einfach zu klein. Hui. So, hier in der Ecke das gleiche wieder vorne. Dann gehen wir jetzt mal einen Turm hoch. So. Und hier können wir auch nichts sehen, weil wir nicht springen. Hier sollte man extra nochmal so diese Slabs, die man sägen kann, wie ich schon erklärt habe. Wenn die nicht drin sind, dann sieht man hier wenigstens was. Naja. Ups, nicht. Ja, egal. Ja, jetzt brauchst du auch nicht wieder hochgehen. So. Dann gehen wir da runter langsam. So, jetzt. Geh auch. Könnte man hier auch nochmal hochgehen. Boah, dieser Turm hat so viele Aufgänge und Treppen und Leitern. Dann kann man hier innen drin, ach, geh rein, hochgehen. Hm, das Schwein ist von da nach da gelaufen. Und man kann hier außen hochgehen. Warum man da so viele Aufgänge und so gemacht hat, das weiß ich auch nicht. Hallo. Scheint sich hier ganz wohl zu fühlen. Das ist der gleiche Aufgang wie von innen hier. Dann gehen wir mal hoch. Boah, hier könnte man eigentlich. Merke ich jetzt gerade. Ist ein bisschen dunkel hier. So eine Fackel hier ran. Da auch. Zack. Schon ist es hier ein bisschen freundlicher. Jetzt kann man hier die Leiter hochgehen. Ja, warum wir hier unbedingt so einen Zwischenboden machen mussten. Keine Ahnung. So, dann kann man einmal hier zur Seite. Von hier muss man dann halt wieder runtergehen. Ich habe es auch noch nicht so ganz durchblickt. Ist man hier auf dieser ersten Plattform. So. Sehen tut man hier auch gar nichts. Hier rumlaufen. Dann kann man hier einmal die Leiter hochgehen oder die Treppe hochgehen. Auch wieder doppelt gemoppelt. Da ist die Leiter. So, dann gehen wir wieder noch ein Stück höher. So, das. Nein! Ah, verdammt. Gerade noch gerettet. So, das soll mir jetzt mal einer erklären. Warum ist hier einmal ringsrum. Wieso schwebt das hier in der Luft? Das sollte so sein. Das war im Blueprint so vorgesehen. Warum schwebt das hier in der Luft? Man kann ja auch gar nicht irgendwie woanders hingehen. Aber das müsste dann hier. Wie gesagt, keine Ahnung. Das ist ein bisschen. Naja, wie ich gesagt habe. Nicht ganz durchdacht. Bauen wir da hier hin. Den auch. Wenn man zu nah dran steht, kann er den Block natürlich nicht setzen. Ah, jetzt hat er das Tor wieder aktiviert, ey. Egal. Hier. Genau. Kommen wir da von der Leiter runter, dann sind wir jetzt hier oben. Kann man muss man wieder hier runter gehen, dann ist man auf der zweiten Ebene. Oder ist die erste, ist die zweite und es kommt noch eine oder zwei. Und hier wird doppelt gemoppelt. Treppen, Leitern. Alles irgendwie ein bisschen komisch. Und wie gesagt, gerade die schwebende Ebene. Ach, von der Seite. Fenster auf dem Boden. Ja gut, die ist ein bisschen heller. So, hier kann man wieder raus. Mit den Leitern ist es auch nicht so ganz optimal, da runter zu gehen. Wenn ich jetzt nach vorne drücke, klettert er wieder die Leiter hoch. Dann ist man halt wieder da. So, und hier sind wir ganz oben. Ja. Jetzt können wir von hier oben rausgucken. Wenn man. Entweder sieht man hier oder man muss ein bisschen hoch und runter hüpfen. Ja, es ist echt irgendwie sehr merkwürdig hier. Ja, man kommt auf jeden Fall schnell nach ganz oben. Man muss halt nur die Leiter hochklettern. Aber irgendwie, dass man gezielt dann zu einer von diesen Zwischenplattformen gehen kann, ist etwas schwierig, sich hier so zurechtzufinden.
So, das ist die Burg. Schon ziemlich hoch geworden. Unser Schwein noch hier oder ist es abgehauen? Schweinchen! Da ist noch da. Schön. Sperren wir ihn mal wieder ein. Zack. Und. Hallo? Wie kann ich das jetzt hier setzen? Zack. Damit unser Schweinchen nicht wegläuft. So, lass mich überlegen. Ich glaube, dann hätte ich alles gezeigt. Was ich noch zeigen kann, eigentlich ganz cool, ich habe ja halt, wie gerade gesagt, im Store die Rezepte für Raketen gekauft. Ich könnte mal kurz ein paar Raketen machen, die mal zeigen. Kurz gucken, was brauche ich für Raketen. Machen wir mal die blauen. Schießpulver, blaue Farbe. Okay, gucken wir mal. Ich brauche noch ein Schießpulver. Dann blaue Farbe. Was war das? Ich glaube, zwei. So ein Gedächtnis. Ja. Dann noch ein Twine und zwei Holzbretter. Slabs. Ist überhaupt die richtige Übersetzung für Slabs? Ich weiß es gerade nicht. Da. Ein Twine. Das kommt weg. Und zwei Slabs. Da weiß ich, gieße den Slabs. Ein, zwei. Zack. Dann gehen wir in unseren Crafting Table. Na, komm schon. Hallo? Da craften kriegen wir vier Stück von raus. Perfekt. Packen wir. Hallo? Ach, ist schon unten drin. Bin ich schlau. Hier ist übrigens der Blueprint von der Pixie-Statue. Pack ich den mal mit hier rein. Ach, das ist alles so ein bisschen Ordnung wenigstens. Ne? So. Dann. Geht das folgendermaßen. Dann setzt die Raketen einfach zum Beispiel. Wäre natürlich jetzt cool, wenn es dunkel wäre. Okay, oben ist Uhrzeit. Wir haben 16:30 nachmittags, also dauert das noch ein bisschen, bis es dunkel wird. Ja, ich glaube, ich warte jetzt eben noch kurz, bis es dunkel wird. Und dann zeige ich euch mal die Raketen. Bis gleich. Tschüss. Hallo, da bin ich wieder. Jetzt haben wir mittlerweile 22:30 nachts. Und ich habe mir mal gedacht, wie beendet man jetzt am besten alles? Also, wie beendet man jetzt das Let's Play? Eine große Kirmes oder große Feste werden ja oft abends mit einem Feuerwerk beendet. Und ich habe mir einfach mal noch ein paar mehr Raketen gemacht. So, ich hoffe, euch hat es gefallen, was wir hier so gebaut haben. Ich hoffe, ich konnte, falls ein paar Fragen aufgetaucht sind, wie es mit den Teleportern funktioniert, ob den Blueprints, hoffe ich, dass ich ein bisschen auch informieren konnte. Weil mir macht dieses Spiel riesen Spaß. Vor allem, wenn man Ideen hat oder Vorhaben hat. Auch wenn sie am Anfang riesig zu sein scheinen. Man sieht halt Stück für Stück, wie es langsam Gestalt annimmt. Und das ist was Schönes. So, jetzt haben wir genug gequatscht. Die traurige Musik im Hintergrund verstummt auch langsam. Ich glaube, das Schwein da hinten sieht uns nicht und lässt uns auch in Ruhe. Ja, es ist zwar dunkel, aber weil wir hier überall so viele Lampen haben, ist es zwar immer noch ein bisschen hell. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mal gucken, ob ich vielleicht irgendwann nochmal was nachschiebe von Creativerse, wenn wir noch mehr gemacht haben. Auf jeden Fall da wird bestimmt noch was kommen. Egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Let's Play. Bis zum nächsten Mal.
Ich entlasse euch jetzt mit dem Abschiedsfeuerwerk. Tschüss.